Servus, willkommen auf der Ackendorf. Und ihr seht es ja hier oben schon. V1.3 kanntet ihr schon von FSM und ich habe da nochmal ein Punkt 1 hinten dran gehangen. Ich bin also auf die von mir bearbeitete rüber gewechselt. So, das machen wir ganz aus. Dann switchen wir mal in den Zetor. Mit dem wollte ich mir hier nämlich ein bisschen Silage zu den Mastanlagen bringen. Gehen wir mal auf den Hänger, da sehen wir es auch, Silage drin. Und können uns bei der Gelegenheit dann auch gleich schon die erste Änderung anschauen, die ich hier vorgenommen habe. Der Kreisverkehr ist geblieben, er sieht aber ein bisschen anders aus. Wir sehen also hier die Kuh, die hat sich ein bisschen bewegt. Das ist ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Deko. Es ist nicht mehr ganz so kahl. Und hier sieht man auch schon, die Schilder sind anders. Die stehen jetzt hier jeweils an der Ausfahrt und zeigen an, wo ich denn, ja, was ich erreiche, wenn ich dort abfahre. Natürlich, klar, wenn ich hier abfahre, kann ich auch zum Beispiel zum Wasserwerk, ist aber ein Umweg. Deswegen ist das Wasserwerk dort nicht ausgeschildert. So, wir wollen zu den Mastanlagen. Sehen wir hier zweites Schild von oben, Mastanlagen. Also hier müssen wir ab. Finde ich es also, ist, ja, es ist so vielleicht ein bisschen übersichtlicher. Ich habe auch gar nicht so viele großartige Änderungen vorgenommen, zumindest was das Optische angeht. Es gibt ein paar kleinere Änderungen, die hier und da, dass mal ein bisschen Deko doch ein bisschen verschoben wurde oder so. Aber im Großen und Ganzen ist das, was ich gemacht habe, eher im Untergrund passiert. Eben wie gesagt, die Faktoren der Fabriken ein bisschen verändert, dass da eben der Verbrauch, teilweise auch die Herstellgeschwindigkeiten anders sind. Da ist ja gar nicht der Blinker, da ist die Kamera. Hupala. Ja, wir sehen es auch bei der Multi-Overlay-HUD. Die ist ein bisschen anders sortiert, denn Fabrik 2 ist weggefallen, denn wir haben kein platzierbares Objekt mehr auf der Map drauf. Ich habe den stationären Hacker nun fest hier verbaut. Und in der letzten Folge waren wir noch ein bisschen Tiere am Kaufen und ich habe es dann doch ein bisschen übertrieben. Man sieht es vielleicht am Kontostand. Ich habe nämlich zwei Anhänger Schweine und zwei Anhänger Rinder gekauft. Jetzt versuchen wir aber erstmal Silage hier zu den Hühnern zu bringen. Auch hier sehen wir schön, Tor schließt und öffnet automatisch. Ich habe es auch noch ein klein bisschen schneller gedreht. Und schau mal einer an, wir können Silofutter abkippen. Das funktioniert jetzt. Wunderbar. Dann auf, können wir auch hier wieder, die Taste müssen wir da nehmen. Das war Schweine und Rinder sehen. Hier werden wir natürlich auch Silage hinbringen. Dann werden wir logischerweise natürlich auch noch Mischfutter hier hinbringen. Da müssen wir mal schauen, wie viel wir da überhaupt noch fertig gemischt haben. Ansonsten müssen wir uns da am Hof nochmal holen. Und ja, hier werden wir gar nicht bei den Rindern das voll bekommen. So viel haben wir hier gar nicht mehr geladen. Müssten wir also vielleicht nochmal zwei Schippen, vielleicht auch drei Schippen nochmal hinterherbringen. Aber ich denke, es dürfte vom Füllstand vielleicht ein bisschen weniger werden als bei den Schweinen, da ja etwas weniger Rinder auch vorhanden sind. Daher würde wahrscheinlich eine Schippe reichen, ansonsten zwei. Dann wären wir hier bei 11.000 im Füllstand. Also das sollte definitiv dann mehr als genug sein. Was wir uns aber überlegen können, bevor wir dann irgendwann Silage fahren, dass wir vielleicht hier schon mal ein bisschen Mist wegholen. Wenn wir jetzt hier mit Schippe und Anhänger schon anwesend sind. So, da werde ich den Anhänger hier einfach rückwärts an diese Mistgrube ranstellen. Dann haben wir zwischen Garage und Mistgrube den Hänger stehen. So, dass man mal was sieht hier. Die Schippe ein bisschen runter. So, wenn wir das hier so ranfahren, da dürfte uns das Ganze einerseits nicht im Wege stehen.
und andererseits haben wir die Möglichkeit, hier bei beiden Stellen was rauszuschippen. Wenn das bei euch nicht geht, dann müsst ihr schauen, dass ihr euch Mist vielleicht auch noch in das Multifruchtmodul mit eintragt. Normalerweise kann dieser Anhänger keinen Mist aufnehmen. Das ist bei mir der Fall, weil ich das im Multifruit-Modul drin stehen habe. Dann kann ich das hier so auch einfüllen. Das werden wir uns jetzt natürlich nicht die ganze Folge anschauen, wie ich hier schippe. Wir haben ja vor kurzem erst schon Stroh schippen gesehen. Deswegen springen wir jetzt hier mal in den Ursus. So, hängen unseren Futtermischwagen an. Denn wir haben ja dann noch ein bisschen Mischfutter zu verteilen, damit hier auf jeden Fall die Produktion schön hoch bleibt und wir jede Menge Schlachtvieh bekommen. Da werden wir auch wieder hier im Zickzack durchfahren, so lange wie die Mischration eben ausreicht. Das heißt, für die Hühner. Da reicht es auf jeden Fall. Bei den Schweinen gehe ich fast von aus, könnte es auch noch reichen. Bei den Rindern wahrscheinlich nicht. Das heißt, dann müsste am Hof mal wieder ein bisschen nachproduziert werden. Ich habe sogar am Hof noch Fertiges liegen. Das könnte ich auch hier einschaufeln. Aber ich denke mal, ich werde dann eher wieder Neues produzieren. Müsste aber auch mal gucken. Oh, da ist das hier sogar doch schon ganz leer geworden. Ich müsste mal schauen, wie viel Silage habe ich eigentlich noch auf dem Hof. 66.000 noch. Naja gut, das reicht noch eine Weile. Gras und Stroh ist auch noch vorhanden. Aber Stroh, ja, gar nicht mal so viel mehr. Reicht aber auf jeden Fall, wie gesagt, um da noch ein bisschen was herzustellen. Fahren wir also mal zum Hof zurück. Dann haben wir das schon mal dort stehen. Werde ich dann aber auch wieder offscreen schaufeln. Was wir auf jeden Fall jetzt auch noch versorgen können, ist Wasser. Und dann müssten wir uns eigentlich mal noch die Poltergabel abholen. Vielleicht mache ich es aber auch gerade über ein Mietgerät. Geht schneller, dass wir uns da einen Radlader nehmen. So, fahren wir hier rum. Denn der stationäre Hacker, der zieht leider nicht direkt die Stämme ein, die ich da zurechtgelegt hatte. Ich dachte, das würde funktionieren. Tut's aber leider nicht. Vielleicht hätte es auch bei der platzierbaren funktioniert, aber durch den Wechsel auf die feste, dass es da jetzt, weil es ein anderer Trigger ist, zu Komplikationen kommt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall will er es jetzt so erstmal nicht reinziehen, habe ich in der Testphase feststellen müssen. Und das heißt, wir müssen die nochmal aus dem Trigger rausheben und dann wieder reinblumsen lassen. Damit das Ganze natürlich dann auch gut funktioniert, werden wir eben schauen, dass wir da die Hackschnitzel, die dort schon fertig sind, auch noch entnehmen, damit die Anlage auch wieder laufen kann. Und da müssen wir jetzt nicht mehr schaufeln, denn es kam eine neue Version des platzierbaren Hackers raus, des stationären platzierbaren Hackers. Und der hat dann eben auch einen Abtankrüssel, wo wir dann einfach mit dem Anhänger drunter fahren können. Und ja, das werden wir eben dann auch tun. Das heißt, wir müssen nur schauen. Der Radlader, der hat, glaube ich, nur die obere Anhängerkupplung. Das heißt, da könnten wir uns dann vielleicht einfach einen Drehschemel kurz mieten, dass wir da kurz drunter fahren. So, wie mache ich das denn hier? Ich drehe hier einfach mal einmal um. So, gehen wir mal in die Außenansicht und dann zoomen wir ein bisschen zurück. Ja, ein Stückchen können wir noch vorfahren. So können wir uns hier hinstellen. Und dann kann ich da nachher schön reinschaufeln. Gut. Also dann schauen wir uns das doch oben mal schnell an. Da nehmen wir uns jetzt mal einen Radlader. Welchen nehmen wir denn da? Nehmen wir mal den aus dem Free DLC Pack.
Den mieten wir für eine Stunde, so lang brauchen wir ihn gar nicht, aber kürzer geht ja nicht. Die Poltergabel da dazu, mieten, zack. Und dann haben wir gesagt, brauchen wir noch einen Anhänger für den Kram wegzubringen. Dann nehmen wir uns kurz den hier, der sollte auf jeden Fall passen. Auch den für eine Stunde mieten. So, dann müssen wir da runter, da ist er. Einmal in die Innenansicht. Müssen wir uns das hier noch aufnehmen, ne? So. Da haben wir's. Dann schauen wir mal, passt der Anhänger? Passt da? Passt da? Passt da? Passt da? Ja, passt wunderbar. So, das langt uns doch schon. Dann fahren wir hier rüber. Und ich weiß nicht, sollen wir Außenansicht oder bleiben wir Innenansicht? Wir könnten ja mal Außenansicht gehen. Und da sehen wir hier hinten, der ist also an der gleichen Stelle. Ja, falls es die Version dann irgendwann auch mal zum Download geben sollte, wie gesagt, da müsste ich die Freigabe von FSM bekommen. Die können das im Moment auch noch nicht so entscheiden, weil das halt eine Teamentscheidung ist und krankheitsbedingt ist das Team im Moment nicht vollzählig. Aber dann, da ist die Taste gleich für die Plane. Dann müsstet ihr halt schauen, dass ihr euch hier an der Stelle das Gras ein bisschen entfernt. Denn vielleicht habt ihr dort ja auch den platzierbaren Hacker stehen gehabt und dann wäre es dort eh weg. So, hier können wir drunter fahren. Hängen den Anhänger ab. Der wird jetzt da eben schön vollgeladen. Und wir können hier, sobald die Anlage läuft, dann eben schauen, dass wir den Kram hier einfach nochmal anheben. Und ja, ich steige mal kurz aus. Der ist jetzt hier mit dabei. Und zwar hier auf meiner Seite 2 habe ich den eingefügt. Also die Reihenfolge ist ja, weil ich hier wirklich nur Objekt-Settings-Sachen lade und habe mir in den Objekt-Settings dann in die passende Reihenfolge das Ganze gelegt. Und wir sehen hier Hackschnitzel. Ja, sind immer noch vorhanden, weil der Hänger da gar nicht voll wurde. Also wir könnten eigentlich, da das im Moment ja eh noch nicht läuft, die Zeit dann nutzen und könnten das schon mal wegfahren. Und dann schauen wir mal, ob bis dahin die Anlage wieder läuft. So. Und hier können wir eben im Kreis fahren. Seht ihr also ja hier drüben, da habe ich einfach den Zaun ein Stück unterbrochen. Da können wir durchfahren. Auch bei mir ist jetzt das Gras natürlich nicht ganz so schön durch die platzierbare Version vorher. Also wenn ihr da jetzt angenommen einen neuen Spielstand mit der Version hier starten würdet, würde das auch etwas anders aussehen. So, ich mache hier nochmal das Ganze zu, fahre es ein bisschen runter, dass ich besser sehe, wo ich auch hinfahre. Und dann sehen wir hier auch noch eine andere kleine Änderung. Hier habe ich den Eingangsbereich neu gemacht. Erstens mal, wenn wir hier eng vorbeifahren, geht noch nicht direkt das Tor auf. Da müssten wir schon wirklich ganz nah davor fahren. Was wir jetzt durch die Schaufel hier sogar gar nicht hinbekommen, ist ja auch nur die Ausfahrt. So. Und die Einfahrt ist eben hier drüben. Keine Waage mehr hier vorhanden. Die macht recht früh schon auf. Die Waage ist eben jetzt da hinten dran versteckt, denn wir brauchen die Waage im Prinzip ja nur für, ja, sagen wir mal, für 3 Stationen hier. Nämlich einmal, wenn wir hier vorne dann die Kartoffeln waschen wollen. So, fahren wir hier drauf. Lassen uns wiegen.
Ja, erst war die Waage ein bisschen hoch, jetzt müsste ich sie fast schon ein kleines Stückchen tiefer setzen. Hat noch ein klein bisschen geflackert. So, und eben einmal für die Kartoffeln und dann zweimal hier unten für Hackschnitzel. Hier gibt es ja so einmal die Möglichkeit, das ist hier der hintere. Da können wir Hackschnitzel verkaufen. Finden wir also zum Beispiel auch in unserer F1-Anzeige Logistikcenter den Preis. Da können wir also die Hackschnitzel verkaufen. Wollen wir jetzt nicht. Wir wollen sie hier in unsere, ja, Drehschemel. Da. Werden wir mal schauen, wenn ich hier jetzt einfach mal so vorwärts reinfahre. Vielleicht komme ich tief genug rein. Muss ich nur noch gucken, dass ich irgendwie wieder rauskomme. So, kippen wir hier ab. Das ist eben für unsere Lebensmittelproduktion. Da wird Hackschnitzel angeliefert. Warum genau, fragt mich nicht. Ob das vielleicht Verpackungsmaterial dann eben darstellt. Also es wird sicherlich nicht in die Lebensmittel reingemischt. Kann ich mir also nicht vorstellen, dass hier irgendein Feinschmecker da Hackschnitzel essen möchte. Nein, ich gehe einfach von aus, dass damit eben ja irgendwie dass Dosen hergestellt werden und die werden in den Kisten mit ein bisschen Holzspäne, die aus den Hackschnitzel hergestellt wird, eben abgedämpft, damit da nichts drankommt oder wie auch immer. Also, oder es wird einfach nur genommen, um irgendeinen Kessel anzuheizen, irgendwas in der Richtung. Hier sehen wir jetzt auch, das macht schön auf. Und ja, dann haben wir eben hier auch noch eine Änderung. Hier können wir ja auch Hackschnitzel anliefern. Und warum die eben nicht auch abwiegen, ist natürlich jetzt schade, dass wir das nicht von Beginn an schon gemacht haben. So, Tor geh auf. Na, haben wir eben hier dann die andere Waage, die vorher am Tor drüben vorhanden war, können hier drauf fahren. Hier wird er jetzt natürlich 0,0 wiegen. Weil wir haben ja nichts mehr geladen. So, ansonsten hat sich hier im Prinzip nicht viel verändert, abgesehen, dass die Geschwindigkeiten eben ein bisschen anders jetzt sind, was die Produktion von, ja, nicht nur von Karton und Leerpaletten angeht, sondern ich habe wirklich jede einzelne Fabrik durchgeschaut. Und zumindest nachgerechnet, ob ich so mit den Faktoren zufrieden bin und gegebenenfalls eben dann ein bisschen was geändert. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich wirklich bei jeder was geändert? Ich glaube, es gab ein paar, wo ich nichts gemacht habe. Aber das eben so, das, ja, so der größte Teil, der sich geändert hat. Ein bisschen was hat sich auch noch bei der BGA geändert. Da werden wir dann aber in einer anderen Folge mal drauf schauen müssen, denn wir sind hier ja schon bei 18 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich werde eben jetzt hier die restlichen. Ah, das läuft jetzt auch inzwischen. Ich werde also jetzt hier die restliche Hackschnitzel noch entnehmen. Ist jetzt. Ja, wenn wir hier nicht ganz rausbekommen, sonst könnten wir uns das anschauen. Das ist also ganz schön gemacht. Hier unten haben wir also noch eine Welle drunter, oder? Doch, da kommt sie noch kurz zum Einsatz. Und die dreht sich dann eben, die, ja, zieht das Ganze im Prinzip dann rein, dass es hier wieder ausgespuckt werden kann. Das ist also an sich schön gemacht. Und wie gesagt, hier mit dem Reinziehen, das funktioniert nicht ganz. Das mache ich jetzt eben schnell mit dem Radlader, bringe dann den Anhänger auch noch mal weg und dann kann ich den schon wieder zum Händler zurückgeben und wir schauen mal, was wir in der nächsten Folge machen. Zum Beispiel könnten wir ja hier schon wieder Wasser auffüllen. Jetzt hat zumindest, wo standen wir drauf? Auf der 5, auf der 5, das ist glaube ich Rind. Dann hat zumindest das schon wieder Wasser, Rind oder Schwein, eins von beiden. Und das andere ist hier nebendran mit der 4, da müssen wir dann noch hin. Ja, und damit sage ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.